Angefangen hat es bei mir auch schon in der Schulzeit. Ich wollte immer zu der Eisenbahn. Der Vater war zwar dagegen, hat gesagt, was willst du auch bei der Eisenbahn? Aber ich habe mein ganzes Berufsleben auf die Karriere eigentlich eingestellt. Nach der Schule habe ich vierjährige Lehre gemacht bei der BBC als Maschinenschlosser. Und bei uns hat man noch ein Jahr Berufspraxis haben, bis man sich überhaupt melden konnte im Fahrdienst. Und ich hatte gedacht, ich mache das gerade in der HW, dann lernst du mal ein bisschen die Fahrzeuge kennen. Bin dann in die Hauptwerkstatt Zürich, habe mich dort beworben, bin angekommen. Die hat natürlich damals viele Leute gesucht. Bin dann aber in eine Abteilung gekommen, wo mir nicht so gepasst hat. Wir haben da Drehgestell gemacht von Mirage, RB, T-Züge und so weiter. Ich hätte eigentlich lieber ein bisschen auf die alten Maschinen, AE4736, die hier noch voll unterhalten worden sind. Nach dem Jahr habe ich mich gemeldet, also in der Zeit noch Militärpflicht hätte man auch noch müssen sein, habe ich den RS gemacht und dann habe ich mich gemeldet. Und nach 2 Tagen Eignungsprüfung bin ich dann angekommen. Und dann, wir sind damals noch 2 Monate im Depot gewesen, für den Kleinunterhalt. Wir haben Aussendienst gemacht und so weiter, Reparaturen. Und nachher nochmal 7 Monate in die Hauptwerkstatt. Und dort sind wir in die einzelnen Abteilungen gekommen und zwischen denen haben wir immer Kurs gehabt, Elektrotechnik, Kurs und so weiter und so fort. Nachher sind wir 30 Tage eingeschult worden mit einem älteren Führergehilfe. Und nach diesen 30 Tagen haben wir haben die erste Heizenprüfung gesagt. Die ist einen Tag gegangen. Und dann sind wir als selbstständige Führergehilfe haben wir fahren. Unter anderem sind wir dann eben auch T-Zug begleitet gemacht, weil der Diesel-T-Zug, der auf Amsterdam oben ist, hat keine Schweizer Zugsicherung gehabt. Und der Transalpin von Österreich hat auch keine gehabt. Die haben wir begleiten als zweiter Mann, also quasi als Zugsicherung. Nach ungefähr 1,5–2 Jahren haben wir die 2. Heizerprüfung gemacht. Die ist dann 2 Tage gegangen. Und nachher, weil Personalmangel war, haben wir schon auf der Rangier. Nach diesen Tagen haben wir eine Führerprüfung machen, theoretisch auch wieder 2 Tage. Und dann haben wir 30 Tage Einschulung gehabt, also Führereinschulung. Und in diesen 30 Tagen hat man lernen fahren. Und es ist natürlich so gewesen, es hat damals auch noch 2-männige Lokführer gegeben, die medizinisch beanstandet waren, gibt es ja heute nicht mehr. Die sind begleitet worden mit einem Heizer. Und dort, wenn natürlich einmal dort dunkel geworden ist, inoffiziell, hat man einmal den Platz gewechselt, oder? Und so hat man natürlich die Tage schon ziemlich gehabt. Manchmal hat der Oberführer dann bei der Einschulung schon gemerkt, dass der nicht das erste Mal fährt, oder? Nach diesen 30 Tagen war 2 Tage Probefahrt gewesen. Güterzug, Personenzug, Schnellzug, alles gemischt. Ziemlich ein happiges Programm. Man hat eigentlich wollen testen, ob der das durchhält. Und nach diesen Tagen hat man noch 30 Tage, Übungstage. Dann ist man quasi mit einem eingeteilten Führer gefahren. Also er ist dann auf die Seite gehockt und wir sind dann gefahren. Das ist nochmal ein bisschen zum Üben. Und dann ist man auf die Menschheit losgelassen worden. Wir haben natürlich damals viel müssen wieder auf der Rangier. Also die ersten 2 Jahre sind wir 70% Rangierführer gewesen. Man hat natürlich dann auch den Bahnhof tiptop gekannt. Man hat auch müssen öppen auf Montage. Wir sind auf Sargans, auf Buchs rauf, auf Romanshorn. In die grossen Rangierbahnhöfe haben wir auch müssen manchmal ganze Woche gehen. Und ja, nach 300 Führertagen, wobei die Heizertage, also die als Rangierführer sind angerechnet worden, hat man nochmal müssen 2 Tage theoretische Prüfung machen. Und dann hat man die Anstellung bekommen als Lokomotivführer. Und schlussendlich bin ich 44 Jahre und 11 Monate bei dieser Eisenbahn gewesen. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich den Beruf gemacht habe. Ich bin im 15. pensioniert worden. Und weil ich ein bisschen Dampf-Fan bin, habe ich dann noch 2 Jahre ein 20% Pensum gehabt. Wir hatten da auch Leute gesucht und mir war froh, wenn die Alten dann gleich noch ein bisschen gekommen sind, damit ich meine Stunden machen kann und auch mit diesen SBB-Maschinen
konnte fahren, wenn ich dann im 17. bin ich dann endgültig aufgehört. Ich hatte zwar noch Fristen gehabt, von der periodischen Prüfung und vom Alter her noch 3 Jahre. Da bin ich aber dann nur für unseren Verein gefahren. Mit SBB-Maschine durfte ich nicht mehr, weil das läuft unter SBBP. Und so konnte ich aber schön langsam auslaufen lassen. Und heute bin ich hier noch ein bisschen in der Werkstatt und hier noch ein bisschen Locken revidieren und flicken und weiss nicht was. Und gebe etwa mein Know-how weiter. Das ist das, was ich heute noch mache. Und ja, so habe ich das eigentlich beendet, meine Karriere. Für mich war natürlich das ein Kahlschlag, muss ich ehrlich sagen. Vorher waren wir UBV-Lokführer, unbeschränkt verwendbar. Wir sind Güterzüge gefahren, wir haben rangiert eigentlich fast nicht mehr. Das war eine Rangordnung. Wir sind Reisezüge gefahren und dann kam die Divisionalisierung. Und dann musste man sich entscheiden, was willst du, Güterverkehr, Personenverkehr. Ich habe mich dann zum Personenverkehr entschieden, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht sagen will. Nach der Divisionalisierung hatte ich einen Güterzug und dann plötzlich war dann die Trennung komplett. Dann haben wir nur noch Reisezüge gehabt.